Ilnar, der Imam, ist 23 Jahre alt und der Vorbeter. Er verkörpert den Aufstieg des Islams wie kaum ein anderer. Ihn haben nicht mehr die Sowjetzeiten geprägt, sondern die Jahre des neuen Russlands, in dem Religionen Zulauf bekamen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ilnar will, dass der Islam zur treibenden Kraft in Russland wird. Doch er ist kein Fanatiker. Die Tataren, meint er, seien pragmatisch, sie lernten aus den Fehlern anderer. Tatarstan sei nicht Tschetschenien, hier wüsste man, was machbar sei und was nicht. Die Tataren wollten sich nicht von Russland loslösen, meint Ilnar, sie wollten aber mehr Einfluss. Die Russen bekommen oft nur ein Kind oder gar keines. Bei uns ist das anders. Je mehr Kinder, desto besser. So können wir uns in aller Ruhe entwickeln, indem wir die Zahl der Muslime vermehren und uns damit größere Geltung verschaffen. Unsere Mentalität sagt uns, dass wir mit Verstand vorgehen müssen, mit Wissen. Und auch ein wenig mit List. Ich denke, in 50 Jahren wird sich vieles zeigen. Der Islam wird dann eine wichtige Rolle in Russland spielen. Vielleicht auch schon eher, in 20 oder in 30 Jahren. Eine Sichtweise, die bei vielen Russen auf Argwohn stößt. Ilnar ist das egal. Nach dem Gebet bereitet er sich auf seinen nächsten Job vor. Er unterrichtet Arabisch an der Koranschule von Kasan. Einige Jahre lang kam das Geld aus der arabischen Welt. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 drehte der Kreml diesen Geldhahn zu. Inzwischen unterstützen Türken ihre Glaubensbrüder in Kasan.